Hallo, liebe Freunde. Namaste. Herzlich willkommen zu meinem Yoga-Kanal. Ich heiße Julia und heute werden wir uns mit dem Thema Drehungen beschäftigen. Mit Drehungen kann man wunderbar tief in den Kern des Körpers vordringen. Sie beleben und kräftigen die inneren Organe, machen die Wirbelsäule geschmeidig und frei, öffnen auch die Brust, die Schultern, Nacken und die Hüfte. Mit der Hilfe von Drehungen können wir auch leichter inneren, körperlichen und emotionalen Anspannungen lösen und sie tragen auch dazu bei, dass Bewegungsumfang von der ganze Wirbelsäule wird wieder hergestellt. Also wird Spaß sein und wird uns sehr gut tun. Wir fangen heute an am Ende des Mattes auf Fersen, also in einer Fersensitz, wenn es angenehm ist. Ihr könnt auch ein Kissen zwischen Gesäß und Fersen einlegen, um das angenehmer zu machen. Und wenn das okay ist, dann setzen wir uns hin, richten das Steißbein nach unten, ziehen leicht Beckenbodenmuskulatur und Bauchnabel ein. Streckt die Wirbelsäule, richtet den Scheitel nach oben in die Decke, richtet leicht die Schulterblätter zusammen. Entspannt die Stirn, die Augen, das Gesicht. Entspann die Schultern, nimmt wahr die Arme, vordere Arme, Hände. Entspannt leicht den Rücken und die Wirbelsäule. Nimmt wahr die Brust und den Bauch. Spürt hinein in das Becken. Entspannt die Oberschenkel, Knie, Unterschenkel und Füße. Spürt den ganzen Körper von Scheitel bis Zehenspitzen. Lässt alle Erwartungen los von sich selbst, von dem Körper. Bleibt gegenwärtig. Jetzt. Hier. In diesem Körper. Mit diesen Empfindungen. Streckt die Wirbelsäule, einfach mit innerem Bewusstsein. Und streckt die linke Arm nach vorne und macht einen Kreis mit der linken Hand. Noch einmal nach vorne, nach oben, nach hinten
und nach unten. Versuch die Ellbogen zu strecken. Und noch einmal, Arm kommt hoch. Und wenn die Arm ist hoch, bringen wir die Schulter nach unten. Nimmt jetzt linke Handgelenk mit rechter Hand. Schiebt das Becken nach links und neigt den Körper nach rechts, da wo die Füße sind. Schaut nach oben von unter linke Achse. Kommt zur Mitte, bringt den Körper gerade. Bringt die Hände zusammen, richtet die Handfläche nach oben und wir machen eine leichte Drehung nach rechts, Bauchnabel ein, das Becken bleibt auf dem Boden. Hier tief einatmen und mit Ausatmen noch ein bisschen in die Drehung kommen. Noch einmal tief ein. Und tief aus. Mit dem nächsten Einatmen kommt zur Mitte. Bringt das Gesäß zurück auf die Ferse. Und bringt die Hände zurück auf Oberschenkel. Rechte Hand einatmen. Arm kommt hoch. Ausatmen runter. Kombiniere die Bewegungen mit dem Atemfluss. Noch einmal hoch und runter. Und wenn die rechte Arm hoch ist, nimmt rechte Handgelenk mit linker Hand. Schiebt das Becken nach rechts und neigt den Rumpf nach links, schaut nach oben. Die Augen können geschlossen sein, um tiefer in den Körper zu spüren. Kommt aus der Neigung zur Mitte. Bringt die Hände zusammen, Handfläche zeigen nach oben, Schultern nach unten, tief einatmen und mit dem Ausatmen rotiert den Rumpf nach links, versucht diese Bewegung in Brustwirbelsäule zu machen. Hier tief ein, tief aus. Noch einmal tief ein und tief aus, noch etwas tiefer in die Drehung kommen. Mit dem Einatmen bringt den Körper zur Mitte, bringt das Gesäß auf die Fersen, streckt die Wirbelsäule und bringt die Hände auf die Knie. Die Knie sind jetzt etwas breiter und mit dem Einatmen leichte Rückbeuge, die Brust nach vorne, öffnet den Nacken. Ausatmen, runter den Rücken. Einatmen nach vorne. Ausatmen nach hinten. Einatmen, öffnet die Brust. Ausatmen in andere Richtung. Einatmen, kommt zur Mitte, zur neutralen Position und in Vierfüßlerstand. Wir fortsetzen mit Rückbeugen. Einatmen vorne und ausatmen nach hinten. Bring die Bewegungen im Einklang mit dem Atem.
Noch einmal ein und aus. Bring den Rücken in neutrale Position, rotiert die Schultern nach außen, die Ellbogen zeigen nach hinten, stell die Zehen auf und kommt in nach unten schauernder Hund, schieb das Becken nach oben und nach hinten. Die Sitzbeinhöcker kommen weg voneinander, die Knie sind noch gebeugt, das ist unsere erste Haltung. Unser erster nach unten schauender Hund. Richte die ganze Achtsamkeit zur Wirbelsäule und zu deinem Rücken, zum Rücken. Öffne die Augen, schau zu den Füßen und kommt mit den Händen zu den Füßen, bis ihr in Uttanasana in der Vorbeuge seid. Hier die Hände sind ungefähr unter den Schultern, die Knie sind gebeugt und entspannt untere Rücken, entspannt den Kreuz, Steißbein, entspannt den Nacken. Streckt leicht hintere Seite des Beines, von den beiden Beinen. Vielleicht ein bisschen ja, nein mit dem Kopf sagen, um mehr den Nacken zu entspannen. Hier. Einatmen, halbe Vorbeuge, streckt die Wirbelsäule gerade wie ein Tisch, Bauchnabel ein. Hier ausatmen. Und mit dem nächsten Einatmen, die Arme kommen über die Seite hoch. Und ausatmen, Arme nah bei den Beinen. Lässt das Bewusstsein von dem Kopf zur Brust und dann weiter nach unten zum Bauch, zum Gesäß, zu den Beinen bis in die Füße wandern. Spürt den ganzen Körper. Bringt die Füße jetzt zusammen, vielleicht ein paar Zentimeter weg voneinander. Aktiviert Oberschenkel, die Kniescheiben sind hochgezogen, Steißbein nach unten, Schambein zu Bauchnabel. Hebt das rechte Knie hoch, hier. Wenn das Gleichgewicht gefunden ist, hebt die Arme hoch und bringt linke Handrücken auf rechter Oberschenkel, rechte Hand kommt nach hinten, wir kommen in eine Drehung im Stehen. Hier kein Hohlkreuz, Lendenwirbelsäule ist lang und weit. Richtet die Energie von unten, von dem Fuß bis ins Gehirn. Atme tief ein und mit dem Ausatmen noch ein bisschen sich nach rechts drehen. Bring die rechte Hand nach vorne, kommt zur Mitte, hier streckt die Wirbelsäule, bringt den Fuß nach unten und bringt die Arme nach unten, andere Seite. Hebt das linke Knie hoch, Steißbein nach unten, mit dem Einatmen die Arme kommen hoch.
Und jetzt rechte Hand drücken auf linke Oberschenkel, linke Hand zeigt nach hinten, linke Ellbogen ist ausgestreckt, Schulterblätter zusammen. Es ist sehr wichtig bei allen Drehungen, dass das Becken fixiert bleibt. Bringt die Arme hoch, den Fuß nach unten und mit dem Ausatmen langsam und mit Kontrolle kommt in Vorbeuge. Die Knie können noch gebeugt sein. Einatmen, halbe Vorbeuge, die Schulterblätter drücken, die Brust nach vorne. Ausatmen, Vorbeuge. Spaziert jetzt mit den Händen nach vorne. In nach unten schauender Hund und richtet den Bauch zur Oberschenkel. Atmet hier tief ein, rotiert die Schultern nach außen. Tief aus, schiebt den Bauch Richtung Oberschenkel. Noch einmal tief ein und tief aus. Mit dem nächsten Einatmen hebt das rechte Bein hoch. Und ausatmen, bringt das Bein nach vorne. Rechte Hüfte nach hinten, linke nach vorne. Bringen wir das Becken in neutrale Position hier. Und lässt die linke Hand auf dem Boden sein, hebt die rechte Hand hoch. Wir kommen in Drehung hier. Wieder das Becken bleibt fixiert und neutral. Wir versuchen, diese Drehung in die ganze Wirbelsäule zu machen. Atme tief. Das ist das zweite wichtigste Element bei Drehungen. Tief atmen. Und bringt die rechte Hand nach unten, rechte Fuß nach hinten hier, streckt die Wirbelsäule, streckt den Rücken. Hebt das linke Bein hoch mit dem Einatmen und bringt das linke Bein nach vorne mit dem Ausatmen. Linke Hüfte nach hinten, rechte Hüfte nach vorne und Oberschenkel leicht nach innen rotieren. Rechte Ferse zieht uns zur Matte, Schulterblätter zusammen. Bringt die rechte Hand zur Matte und hebt die linke Hand hoch. Schulterblätter zusammen, Nacken ist lang. Sogar die Finger auf der linken Hand sind angespannt und ziehen uns nach oben. Wir schaffen mehr Platz in Wirbelsäule, in Bandscheiben, in Wirbelbogengelenke, weiche Teile der Wirbelsäule, überall. Bringt die linke Hand nach unten und der linke Fuß nach hinten. Hier streckt die Wirbelsäule.
Ellbogen nach hinten, vordere Arme leicht nach innen und Schultern nach außen rotieren, Nacken ist entspannt. Steißbein zieht uns nach oben. Hier versuchen wir Hohlkreuz zu machen. Kommt mit den Händen wieder zu den Füßen. Mit dem nächsten Einatmen halbe Vorbeuge, Bauchnabel ein. Hier ausatmen. Und mit dem Einatmen kommt wieder hoch. Und die Hände nah bei Oberschenkel. Schließt die Augen. Hier nimmt ein paar Atemzüge, um wieder den Atem zu finden. Und wieder den Körper von Füße bis Kopf zu spüren. Öffnet die Augen. Schiebt das Gewicht auf den linken Fuß, hebt das rechte Knie hoch. Und jetzt Variante, entweder wie wir vorhin gemacht haben, oder streckt die Wirbelsäule und wenn ihr schon etwas Erfahrung haben und wissen, dass ihr das machen könnt, dann nehmt den rechten Fuß, streckt das rechte Knie, streckt die Wirbelsäule und rotiert nach rechts. Standbein. Versuchen wir das Knie auszustrecken, ohne das überzustrecken. Also wenn es komplett überstreckt ist, dann beugt leicht das linke Knie und aktiviert die Muskulatur. Schonen wir immer die Gelenke. Kommt aus der Drehung nach vorne, lässt den Fuß langsam, bringt den Fuß nach unten, streckt die Wirbelsäule. Und bringt die Hände zu den Hüften, Steißbein nach unten, Bauchnabel ein, hebt das linke Knie. Und mit dem Einatmen Arme hoch. Und entweder wie wir das bei erster Drehung gemacht haben, oder nimmt den linken Fuß, streckt das linke Knie. Streckt die Wirbelsäule, bringt die Schulterblätter zusammen und rotiert den Körper nach links. Kommt aus der Drehung, langsam und mit Kontrolle, lässt das Bein, bringt den Fuß zum Boden, bringt die Arme hoch und mit dem Ausatmen kommt in Vorbeuge. Die Vorbeuge passiert in Hüftgelenke, also wir runden nicht den Rücken, sondern wir versuchen uns hier in den Hüftgelenken zu beugen. Hier, wenn die Beine das uns schon erlauben, dann strecken wir die Knie, wenn nicht, dann bleiben die Knie gebeugt. Bauch im Kontakt mit Oberschenkel, Schultern leicht nach innen, nach unten gezogen. Steißbein zeigt nach oben.
Und entspann die Brustwirbelsäule und den Nacken. Tief einatmen, richtet euch aus. Tief ausatmen, entspannt hier. Mit dem nächsten Einatmen halbe Vorbeuge, schaut nach vorne und kommt mit den Händen zu nach unten schauender Hund. Die Fersen sind breiter als die Zehen. Mit dem nächsten Einatmen hebt das rechte Bein hoch. Ausatmen bringt den rechten Fuß nach vorne zwischen den Händen. Richtet das Becken, bringt das in neutrale Stellung. Und hebt den Rumpf hoch. Steißbein nach unten, Kniescheibe auf dem linken Bein hochgezogen, Bauchnabel ein. Mit dem Einatmen, Arme kommen hoch, strecken erst die Wirbelsäule und dann kommen wir in die Drehung. Die Arme sind parallel zu dem Boden und seitlich ausgestreckt. Seitlich ausgestreckt, also relativ zur Brust. So ist nicht ausgestreckt. So ist ausgestreckt. Einatmen, Dehnung von Wirbelsäule. Ausatmen, Drehung. Bring die Hände vor dem Herzzentrum und jetzt versuchen wir linke Ellbogen auf rechte Oberschenkel zu bringen und noch tiefer in die Drehung kommen. Das ist ganz ehrlich die schwierigste Haltung für mich, die Parivrita Parshottanasana nach rechts. Schulterblätter zusammen, Nacken ist lang. Versuchen wir, die Hände vor der Brust zu bringen, also so uns zu drehen, bis die Hände vor dem Herzzentrum sind. Kommt aus der Drehung, streckt die Wirbelsäule hier und bringt die Hände zur Matte, rechter Fuß nach hinten, nach unten schauender Hund, atmet hier tief ein und aus, nimmt ein paar Momente, um zu vergleichen, rechte und linke Seite jetzt, vielleicht Hüfte, vielleicht Rücken oder innere Organe. Und mit dem nächsten Einatmen hebt das linke Bein hoch. Ausatmen, linker Fuß kommt zwischen den Händen. Bringt die Hüfte auf dem gleichen Niveau und hebt den Rumpf. Hier rechte Ferse zieht uns nach hinten, rechtes Knie hochgezogen. Linkes Knie ist entweder unmittelbar über die linke Ferse oder etwas höher. Steißbein nach unten, Arme kommen hoch. Und mit dem Ausatmen bringt die Arme parallel zu dem Boden und rotiert nach links. Einatmen, dehnen, ausatmen, drehen.
Bring die Hände vor dem Herzzentrum und jetzt rechte Ellbogen auf linke Oberschenkel und noch tiefer in die Drehung kommen. Atmet hier tief ein und aus. Ich verstehe, dass es nicht einfach ist, in die Drehungen zu atmen, aber das ist ziemlich wichtig, um den Körper noch mehr zu öffnen und freier zu machen. Streck die Wirbelsäule und bring die Hände zur Matte und kommt nach unten schauender Hund. Sitzbeinhöcke auseinander, Oberschenkel leicht nach innen rotieren, Steißbein nach oben, Bauch zu Oberschenkel. Schultern nach außen, Nacken ist entspannt. Nach außen und weg von den Ohren. Bring die Knie zum Boden und kommt in Sitzen. Finde die Sitzbeinhöcke hier und erst streckt das linke Bein. Rechtes Knie ist gebeugt und wir bringen jetzt rechten Fuß von Außenseite von dem linken Oberschenkel und jetzt beugen wir das Knie und bringen die rechte Ferse, die linke Ferse zur rechten Hüfte hier. Wenn es sehr unangenehm ist, dann linkes Bein kann einfach ausgestreckt sein. Das ist aus der Frage, ob hier die Wirbelsäule strecken erst. Einatmen, Arme kommen hoch, Schulter bleiben unten. Und mit dem Ausatmen, rechte Fingerspitzen kommen hinter den Hüften. Und linke Ellbogen entweder auf Oberschenkel, vielleicht so, oder einfach vordere Arme auf Oberschenkel. Wenn ihr sehr flexibel seid, ihr könnt sicher die Hände zusammenbringen, die Finger zusammenbringen. Ich bevorzuge lieber so zu bleiben und noch atmen. Einatmen, Bauchnabel einstreckt. Die Wirbelsäule einfach mit Vorstellungskraft, als ob wir jede Wirbel und Bandscheibe auseinander ziehen. Ausatmen, in die Drehung kommen. Schulterblätter zusammen. Kommt langsam aus der Drehung, hier, streckt die Wirbelsäule und bringt die Hände zur Matte, auspretzen sich, schüttelt vielleicht ein bisschen die Beine und jetzt linker Fuß kommt auf Außenseite von dem rechten Oberschenkel und rechtes Bein ist entweder ausgestreckt,
Wenn es schon genug ist, ja, wenn es unangenehm im Kniegelenk oder in Hüftgelenke ist oder rechte Ferse kommt nah bei linke Hüfte. Beide Sitzbeinhöcke sind sehr fest geerdet und nach unten verwurzelt. Streck die Wirbelsäule hier und bringt linke Finger hinter den Hüften und rechte Ellbogen auf linke Oberschenkel. Einatmen, dehnen, ausatmen, drehen. Lässt die Achtsamkeit dorthin zu kommen, wo es am intensivsten sich spürt, also wo die Empfindungen intensiv sind, und stellt euch vor, als ob die Luft kommt durch diese Körperteile ein und durch diese Körperteile aus. Rundet den Rücken nicht, Bauchnabel ein und lehnenden Wirbelsäule ist lang und flach. Kommt langsam aus der Drehung, streckt die Wirbelsäule und bringt die Beine nach vorne, streckt beide Beine. Schüttelt sie vielleicht. Die Arme kommen hoch mit dem Einatmen. Schultern nach unten mit dem Ausatmen. Noch einmal hier tief ein, Bauchnabel ein. Und mit dem Ausatmen kommen wir in Vorbeuge entspannen. Den Rücken. Drückt die Knie nach unten in die Matte, ohne sie zu überstrecken. Also. Steißbein nach hinten, nicht nach unten. Wir beugen uns in Hüftgelenke. Lehnenden Wirbelsäule bleibt so flach wie möglich. Die Zehen sind zu Schienbeine gezogen. Schulterblätter zusammen. Heb den Körper langsam hoch. Hier ausatmen. Und nimmt die Oberschenkel und kommt zum Liegen hier. Wir brauchen jetzt untere Rücken zu kompensieren, also die Füße bleiben auf dem Boden, parallel zueinander, nah bei dem Gesäß. Schultern sind auf der Matte auch und mit dem Einatmen hebt das Gesäß nach oben. Vielleicht könnt ihr auch die Hände hinter dem Rücken bringen und noch so auf Schultern sich positionieren und ausatmen hier. Einatmen, das Gesäß noch etwas höher. Ausatmen, entspannen. Noch einmal.
Tief ein. Und tief aus. Bring das Becken zur Matte. Streck die Arme. Und zum Schluss leichte Drehungen. Die Knie kommen nach rechts, wir schauen nach links. Kommt zur Mitte und die Knie nach links, schaut nach rechts. Kommt zur Mitte. Spürt hinein, vielleicht gibt es irgendwelche Bewegung, was der Körper jetzt angenehm findet oder braucht. Und wenn ihr bereit seid, dann streckt die Beine, streckt die Arme, die Handfläche zeigen nach oben. Die Füße sind ungefähr einen Meter voneinander entfernt. Nacken ist lang und entspannt, Kopf ist auf dem Hinterkopf, nicht auf dem Scheitel. Atme tief durch den Mund aus, lässt alle Eindrücke von der Praxis, von sich selbst los. Bereitet euch vor für Shavasana. Entspannt das Gesicht, den Kopf und den Nacken. Entspannt die Schultern, Achseln, Ellbogen und Hände. Entspannt die Wirbelsäule, Raum zwischen Wirbeln. Entspannt die Muskeln auf dem Rücken, Kreuz, Steißbein, das Gesäß. Entspannt die Schlüsselbeine, Brust, Rippen und Bauch. Entspannt das Becken, Beckenbodenmuskulatur, Hüftgelenke. Entspann die Oberschenkel, Knie, Schienbeine und Waden. Entspann die Fußgelenke, Fersen, Fußsohlen und Zehen. Und stellt euch vor, wie mit jedem Ausatmen alle Verspannungen kommen von oben nach unten durch den ganzen Körper und ihr atmet aus durch den Füßen und mit Einatmen neue reine Energie. Luft kommt durch den Füßen bis den Kopf
Ausatmen von dem Kopf nach unten durch den Füßen. Einatmen, streckt die Luft durch die Füße nach oben. Ausatmen, lässt alles los und atmet tief durch den Füßen aus. Fängt dann etwas tiefer ein- und auszuatmen. Merkt diesen Ruhezustand. Findet mit dem Bewusstsein die Finger und die Zehen und fängt dann sie leicht zu bewegen. Mit dem nächsten Einatmen, die Arme kommen hoch und ausatmen, dreht euch nach rechts, drückt euch hoch mit der linken Hand und kommt zum Sitzen. Bringt die Hände auf die Knie, nimmt ein paar Momente hier, um sich selbst zu bedanken für diese Zeit und Raum, die ihr für euch geschafft habt. Entspannt das Gesicht, nimmt wahr den ganzen Körper. Und öffnen sanft die Augen. Vielen Dank. Ich danke euch für heute Dasein. Ich hoffe, ihr könnt diese Drehungen sehr gut spüren und tief diese Kern des Körpers erreichen. Ich habe jetzt einen Mikrofon, der liegt vor mir und ich hoffe, der Laut wird dann besser sein. Bin ziemlich gespannt selbst. Ich freue mich immer über die Kommentare, Likes und ja, lass uns in Kontakt bleiben. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis bald.